Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Cleopatra und in diesem Video zeige ich dir die neue Birthstone Palette von BH Cosmetics. Und zwar die Sapphire für den Monat September. Wenn du da also Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich. So, hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Es ist richtig mystisch mit dieser Hintergrundfarbe, ne? Aber schau mal, das passt so gut zu der Palette, dass die da fast verschwindet. ja, genau, es gibt eine neue BH-Palette, die gibt es natürlich auch schon seit ein paar Tagen, das weiß ich auch, Entschuldigung, bin ich vorher dazu gekommen. Jedenfalls, ja, ist sie jetzt da und ich muss sagen, diesmal fand ich es richtig spannend, denn da ist gar kein Braun drin. Hä? Da ist gar kein Braun drin. Lustigerweise habe ich diese Palette bestellt zusammen mit der Blueberry Muffin, weil ich die schon ewig haben wollte, aber die war immer ausverkauft und dann gab es die gerade mal und jemand von euch hat mir das sogar geschrieben und ich, ja, muss ich sofort kaufen, habe ich sie zusammengestellt und jetzt pass mal auf. Ist das nicht sehr ähnlich? Ich habe hier schon ein paar Dupes gefunden sozusagen. Schau mal. Kann man das hier so aufeinander machen? Ja. So. Der da und der da, die sehen sich doch sehr ähnlich, oder? Aha. Ich meine, nicht ganz gleich. Sie sind nicht ganz gleich, aber schon sehr ähnlich. Dann der hier und der hier. Muss ich auch gerade mal kurz testen. Aha. Auch nicht ganz genau gleich, aber auch sehr ähnlich. Dann natürlich dieses Silber und dieses Silber. Okay, da ist eindeutig ein Unterschied. Ja, fand ich nur interessant. Also ich finde, das sieht aus wie so eine Mini-Version von der oder so eine Extension. Schau mal, passt, oder? Jedenfalls swatche ich sie dir gleich mal ordentlich und dann schminken wir zwei Looks, wie immer. Bis gleich. So, hier ist sie jetzt also mal richtig geswatcht. Ja, bitte gut, die Qualität, ich will es gar nicht mehr sagen. Wobei, dieses Grün hat sich jetzt nicht so mega gut swatchen lassen. Aber insgesamt, finde ich, ist das echt eine spannende Palette. Sieht auch irgendwie sehr punkig aus, so auf den ersten Blick für mich. Und diesen Glitzer finde ich diesmal tatsächlich auch wieder spannend. Nicht auf mich Fokus, nicht auf mich, lass mich. weil da echte Holo-Partikel drin sind. Also dieser Glitzer ist Holo-Glitzer, das finde ich geil. So. Jetzt mache ich mir kurz den Arm wieder sauber und zeige dir was. Geht gar nicht so einfach. Die stainen irgendwie ganz schön. Also da ist eine blaue dabei. Oh. Da rubbelst du dir fast die Haut weg. Okay. Alltagslook. Alltagslook ist mit der tatsächlich auch nicht so einfach, weil die schon sehr out there ist. Es ist ja für jeden was anderes Alltagslook, aber für mich ist Alltagslook tatsächlich eher immer so was Nudiges, Zurückgenommenes. Wir schauen jetzt einfach mal. Normalerweise mache ich mir immer so eine Transition Color aufs Auge. Ja, die gibt es hier nicht. das ist tatsächlich keine Palette für Schüchterne. Was mache ich denn? Wisst ihr was? Ich probiere einfach mal. Was soll ich lange rumlabern? Ich probiere mal Organized AF. Da steht übrigens You Slay Sapphire. Ich schlage das gut ab. Das ist so ein Grau. Es hat so einen ganz leichten Einschlag ins Grünliche. Und ich versuche mal damit einfach nur mein Auge ein bisschen zu verdunkeln. Das geht schief. Okay, ich nehme die restliche Farbe wieder ab vom Pinsel und versuche nur mit dem, was ich jetzt schon habe, zu arbeiten. Ja, schwierig. Schwierig. Hat was von russig. Aber ich glaube, mit einem Lidstrich könnte das hinhauen. Warte, kriegen wir hin. So, das hier unten werde ich dann natürlich wegmachen, weil das ist dann wirklich... Das ist uns wirklich ein bisschen dreckig, aber wir gehen jetzt nochmal in diese Farbe. Organized AF. Das ist irgendwie die alltagtauglichste Farbe quasi. Und damit ziehe ich mir einen richtigen Lidstrich. Wir machen dann einen Look draus, keine Sorge. Kann man hier dann noch ein bisschen ausbessern da unten. Und dann gehe ich in die Farbe Sapphire. Hier in dieses super
geile dunkle Lila. Und mach die da drüber, vor allem da hinten. So. Und dann gehe ich in Cool und gib mir das hier vorne hin. Und so würde ich rausgehen. Also brauche noch ein bisschen Mascara und so, ne? Aber ich finde, das geht durch als Alltagslook. Wie gesagt, hier ein bisschen sauber machen, damit es nicht aussieht, als hätte man Augenringe, aber ich finde, es geht. Okay, dann machen wir, wofür die Palette auch gedacht ist. Ich fange an mit der Farbe Sympathetic. Das ist dieses schöne Lila hier. Das ist im Prinzip die gleiche Farbe wie das, nur in Matt. Und die, huhu, also wirklich, ich mache gerade super leicht. Ich mache es so ganz, ganz zart, aber trotzdem knallt die schon voll. Genau, also ich versuche das. Das ist nicht für Einsteiger, glaube ich. Für Einsteiger könnte das schon fast zu pigmentiert sein. Ich gehe nochmal ganz vorsichtig rein. Ich habe irgendwie mittlerweile so ein paar trockene Stellen am Lid, wo die Farbe nicht so gut angeht. Kennt ihr das? Das heißt aber nicht, dass die Farbe dann fleckig ist. Das ist so, hier habe ich so eine Stelle. Sehe ich immer beim Schneiden dann, dass da irgendwie komisch angegangen ist. So, mach's mal nur hier oben. Ist ein wahnsinnig gutes Lila. Lila ist ja eigentlich eine von den Farben, die schwierig ist. Dieses hier ist Bombe. Okay, ich mache den Pinsel immer an meinem Schwamm sauber und dann gehe ich in Confidence. Brauchst du für die Farbe, aber auch wieder ein sehr schöner Effekt. Ach, irgendwie wäre dann Gold noch geil dazu gewesen, aber das passt halt dann wieder nicht in dieses Saphir-Farbprinzip, ne? Das Grün ist tatsächlich etwas schwächer irgendwie. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde man es nicht sehen, aber das ist irgendwie nicht so super krass deckend. Weil bei dem Lila war ich mega vorsichtig, bei dem Grün. Das ist. Ich nehme einen fester gebundeneren Pinsel. Also das kriegt man definitiv deckend, ne? Ja, mit dem Pinsel geht es besser. Okay. Wild. Wild! Ich gehe nochmal in Organized AF, aber gut abklopfen und verdunkle mir das hier ein bisschen. Nochmal ein bisschen in das Lila. Ui, jetzt bin ich zu stark reingegangen. Das ist gleich zack, lila. Die lassen, ich meine, die sind mega gut, aber die lassen sich trotzdem ab einem gewissen Punkt blenden die sich weg, die Farben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist einfach von diesem Geschichte, also Geschichte, eine Schicht auf die nächste. Da blenden sie sich dann weg, weil man sie ausblendet. Siehst du, jetzt ist das Grün wieder ein bisschen zurückgegangen. Okay, aber jetzt Schimmer. Oder nein. Nein, lass mich noch unterm Auge was machen. Da gehe ich auch in die Farbe Sympathetic und ziehe mir die noch so ein bisschen hier runter. Oh, es ist so wild. Okay. Ah ja. Okay, das ist super punkig. Super punkig. Aber auch ein bisschen Faulenauge wieder. Gut, jetzt gehe ich nochmal in die Farbe Sapphire. Ich mache es mal mit dem Pinsel. Nein, 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 nein. Ich nehme den Finger und setze mir die. Oh ja, oh mein Gott, ist die schön. Also, das ist eine Farbe, die ist. Die ist echt umwerfend. Ich würde nur diese Farbe auf dem Augenlid tragen. Nur diese Farbe. Zack, rüber. Bam. Okay, dann gehe ich noch in die Farbe Cool. Das ist das coole Metallic Blau.
Und jetzt mit das hier. Oh mein Gott, die ist genauso schön. Oh Gott, also allein für die zwei Farben lohnt sich die Palette ohne Schmarrn. Oh, ist die der Hammer. Ui, 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 ui. Und die ist auch so richtig deckend und krass und wunderschön. Showstopper. Oh, okay. Hier noch ein bisschen mehr. Oh Gott, bist du schön. Easy im Farbenhimmel. Ja, das reicht mir schon. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht zu wissen über die Palette. Ich gehe jetzt noch in Sporty und gebe mir das hier vorne ein bisschen hin. Der Pinsel ist dafür nicht optimal. Ich finde meinen anderen Inner Corner Pinsel gerade nicht. Nehmen wir mal den. Ja. Okay, ich hätte hier wahrscheinlich tatsächlich noch so eine matte, helle Farbe gebrauchen können, um das so ein bisschen sauber zu machen quasi. Aber geht schon. Passt schon. Haut schon hi. Ich nehme noch mal so einen kleinen Pinsel. So, ganz kleiner Blenderpinsel und gehe ein bisschen in dieses Grün. Und gebe mal das hier noch. Ein kleines bisschen hin. Oh, es ist so wild. Okay. Okay. Und dann, ihr wisst es so gut wie ich, der Glitzer. Er muss sein. Ich habe mir zur Auflage gemacht, ich muss immer den Glitzer benutzen. Und da das ein geiler Glitzer ist, ist es okay. Ist es okay? Ich verblende die beiden Farben noch ein bisschen miteinander. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, die zwei zusammen ist ein Traum. Aber ich gebe den jetzt trotzdem knallhart da drauf. Ah, wenn man das macht, dann kommt total krass dieser Holo-Effekt raus, krass. Okay. Ja, das ist Punk. Aber es ist doch ganz geil. Ich mache es erst fertig und dann zeige ich es dir. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mein Look ist fertig und wie krass, oder? Wie krass, oder? Ich komme wie immer ein bisschen näher. So, also, hier hast du mein Alltagsauge, das auch schon ein bisschen punkig ist durch diesen, einfach durch diesen dunkleren, ne, weißt du, dieses vergraute, graute Lidfalte. Wörter und ich. Finde ich es auch ein bisschen punkig, aber das hier ist natürlich Bäm. Und ich muss sagen, ich finde auch die Palette richtig, richtig schön wieder. Speziell diese beiden Töne, der da und der da, allein schon dafür hat die sich für mich gelohnt. Hammer, hammer, hammer schön. Sie ist allerdings meiner Meinung nach nicht ganz so vielseitig wie einige der anderen Paletten oder die meisten der anderen Paletten. Eben weil da nur so krasse Farben drin sind, aber ja, das ist sowieso Geschmackssache, welche Farben man gerne trägt oder tagsüber trägt. Ich wollte sie noch kurz mit der Aquamarin vergleichen, weil das ja auch eine blaue Palette ist, sage ich mal. Die sind sich null ähnlich tatsächlich. Und mit der Amethyst auch noch mal ganz kurz. Die zwei könnten wieder eine Ergänzung sein und die Hauptfarben Amethyst und Sapphire, die sind natürlich auch sehr, sehr ähnlich. So, das sind die beiden. Das ist Amethyst und das ist Sapphire. Sapphire ist halt mehr blau, aber im Prinzip sind sie nicht identisch oder so. Sie sind eher eine Ergänzung. Und ja, nicht schlecht, oder? Ich find's endgeil, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne den Glitzer weggelassen, aber ja, meine eigenen Auflagen. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Welcher Look gefällt dir besser? Gefallen dir die Looks überhaupt? Ist die Palette was für dich oder ist die dir dann doch zu krass? Schreib mir das gerne in die Kommentare und dann schauen wir das. Lass mir einen Daumen nach oben da. Lass mir ein Abo da, falls du neu da bist und es dir gefallen hat. Und ja, lass mir einen Kommentar da und sei beim nächsten Video wieder dabei, denn da würde ich mich sehr freuen. Also bis dann, meine Lieben. Ciao.